Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec-Podcast mit mir und Philipp Rüegg. Mit mir sind wir Barissa. Und dem Luca und seinen Katzen. Ja, mal schauen, ob die uns hier drin miauen. Da kommen wir gerade das Video in den Sinn, das wir gemacht haben, zum League of Legends mit dem Hund. Das ist auch ein bisschen, Luca, sein Hund, nicht die. Nicht also Luca, nicht mein Hund. Der Donnerige Oni. Ja. Das war ein bisschen low-key. Ja, ich habe ihn noch gefragt. Er hat sich gefragt, ja, aber da, wir haben ja ein Quiz gemacht, eben League of Legends, Quiz-Video, und hat dann gefragt, der Moderator, ja, kann er den Hund mitnehmen? Ich so, ja, also, mein, du, wenn er nicht umgebellt und so, ist kein Problem. Ja, umgebellt hat er nicht, aber einfach umgewinselt in die ersten 5 Minuten oder so. Ja, voll. Und aber, der Audio-Wizard Simon hat auch das nicht können, das ist doch nicht Nein, gegangen. Das kannst du vergessen. Wenn es ja ein konstantes Ding wäre, dann... Ich kann eigentlich so gegangen. Hochfrequenz, weißt du, mal irgendwie rausfiltern. Ich habe probiert. Ich habe es probiert rauszuschneiden, nachher haben wir einfach wie aus einer Scheisse getönt. Ich habe dann mich dagegen entschieden. So geht es mir eben auch, wenn ich versuche, so Zeugs rauszufiltern. Aber ja, das geht halt nicht. Das ist oft schwierig. Ja, also, heute reden wir über James Webb Teleskop. Das sind ja die ersten Bilder eingetrudelt aus dem All. Über die staunen. Dann staunen wir ein weniger über das Nothing Phone ich schon. One. Heisst es Nothing Phone One? Dann der Twitter-Deal ist geplatzt. Dann Bayonetta 3, da muss ich auch noch kurz erwähnen, weil ich einfach gesehen habe, das sind jetzt der Release-Termin. Und das ist aber nicht so interessant. Das Interessante ist so der Kindermodus sozusagen. Der Less Sexy Mode. Es geht um das. Ja, ja. Und nicht darum, dass es einfacher würde. Nein. Und dann Ubisoft, wo 15 Games den Online-Modus gehabt. Dann hat der Luca sich Jurassic World Dominion angetan. Und sage ich grossartig. Und ich habe vielleicht noch 2-3 Worte zu Back to the Future, die ich gesehen habe. Da sind doch noch ein paar Sachen aufgefallen. Sind. Dann zockt haben wir Arcade Back Again. Back to the Future gesehen. Also. Ja, ich habe das schon länger gesehen, aber jetzt mal wieder geschaut und sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Dann Post Void und Legends of Runeterra. Jawohl. Das ist. That's ja, also. Komm, das haben die Bilder alle gesehen? Ja. Sicher, oder? Ah, mind is blown. Kann jetzt aber zuerst noch schnell etwas erwähnen, sorry. Sind wir schon in den News hinein? So zurückgeschossen, natürlich. Scheiße. Ja, nein, ich habe eben ein Mail bekommen von einem jetzt Mitarbeiter. Er hat letzte Woche bei uns angefangen, aber ist ein grosser Podcast-Fan. Wo tatsächlich meine ständige Berieselung mit Magic the Gathering all Vierteljahr, wenn ein neues Set rauskommt, hat Früchte gedreht. Er hat mir geschrieben, cool, du bist ein Magic-Fan und so. Und wir haben einen Verein in Zürich Affoltern, der jeweils so Magic-Turniere macht am Mittwoch amis. Und ein grösseres Turnier geplant hat. Er hat gerade Kartenspielverein, ich müsste nochmal schnell schauen. Aber er hat mich eingeladen und ich werde dort also vorbeigehen. Also wenn noch ein paar andere auf dieser Magic-Event-Seite, die kennen glaube ich alle, die Magic the Gathering spielen, findet ihr die Infos dazu. Magic-Events.ch heisst die, glaube ich. Wann ist es? Am Sonntag in einer Woche. Okay, also am 24. Ja. Genau. Ja. Dort in Zürich-Affoltern und es gibt diverseste Modi, die gespielt werden und gute Preise. Und man kann, glaube ich, beides gewinnen dann für das grosse Magic-Turnier in Bern, wo dann irgendwann ist, im Oktober, glaube ich. Also runde Sache und wenn ihr reinschauen wollt, sehr gerne die Werbung. Könnt ihr das Simon runterputzen? Eben, es ist ein Draft, sagt man, oder? Ja, nicht nur. Sie spielen auch Commander und Modern und so, aber Draft kann man dort auch spielen, genau. Und ksvz.ch, da gibt es mehr Informationen. Und wenn ihr jetzt noch euch sputet, bis am nächsten Mittwoch sind sogar noch 5 Franken günstiger Billett erhältlich für den Magic Sunday vom KSVZ. Also, Magic Sunday. Ja, danke vielmals, Jonas, für das Mail und du hörst, ich habe es ernst genommen. Ich habe jetzt da ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt musst ganz du, ja, es wartet alle Daten, um dich runterzuputzen. Genau. Ja, ich werde sicher im Double Draft, das ist noch geil, es gibt zwischen Draft Double Masters und wenn dann, je nachdem, wie gut oder schlecht das bist, also die ersten beiden von dem
Draft-Pots sind immer 8 und nachher die ersten 2 kommen, so wie ich das verstanden habe, weiter. Dann gibt es einen Cube-Draft mit einem Heavy-Power-Heavy-Synergy-Cube. Ich erkläre jetzt nicht, was das ist. Magic-Spieler, die wissen, was das ist. Und für die, die verlieren, die kommen auf jeden Fall auch noch in den zweiten Draft rein. Und das ist dann ein Chaos-Draft, also mit Boosters aus sämtlichen Editionen. Und das ist auch immer sehr lustig, weil die Synergien sind dann halt nicht unbedingt gegeben, aber es tun sich ganz neue Synergien auf, wo man gar nicht damit gerechnet hätte. Also ich freue mich sowieso. Also, das ist sehr cool. Aber das Turnier ist das irgendwie, also das ist mit echten Karten? Das ist physisch mit echten physisch. Karten, ja, das gibt es noch, ja. Das ist, da geht man vor Ort. Es gibt auch einen Grillstand, habe ich gelesen. Mit Knoblauchbrot und Würst. Wichtig. Damit man sich kann verpflegen über den Mittag und so. Das ist recht eine lustige Sache. Und offenbar erwartet es bis zu, ja, fast vielleicht sogar dreistellige Spielerzahl. Aber sicher so 80 Spieler. Das ist das neue Jahr. Wie gut bist also du eigentlich? Genau. Also bist du... Gut. Sehr gut. Nein. Hörst du den Favoriten? Nein, absolut nicht. Ich habe Set noch nie gespielt. Es kommt darauf an. Es gibt Sets, wo ich sehr gut bin. Dann gibt es einige, wo ich halt dann einfach, wenn du sie noch nie gespielt hast. Aha. Dann, okay. Ja, ja. Aber du, ich würde sagen Mittelfeld. Also wenn ich weiterkomme, wäre es schon eine kleinere Überraschung. Aber verlieren... Kannst du in 2 Wochen dann darüber berichten? Dort würde ich darüber berichten, ja, wenn ich den Arsch versolt bekommen habe. Vielleicht gibt es aber noch ein bisschen Value-Karten zum rausnehmen. Das würde ich natürlich machen. Ja. Also gut, also. Dann, ja, dann gehen wir doch weiter. Und eben über das... NASA hat diese Woche die ersten Bilder gezeigt, eben vom James Webb Teleskop. Und ja, die haben wir uns natürlich auch angeschaut. Wo habe ich es? Ich habe es da irgendwo. Mega, mega eindrücklich. Ja, schon ein Strub. Also, was ich mich übrigens gerade, genau das erste Bild, wo sie da gezeigt haben, wo du halt wirklich so das All gesehen mit all den leuchtenden. Ich sage die Sterne, ich weiß gar nicht, was man alles sieht. Galaxien. Ah nein, stimmt. Alles, wo kein Blitz Stern hat, ist eine Galaxie, hat einer gesagt. Genau. Ja. Das habe ich gelesen, ja. Und dort habe ich mich aber gerade gefragt, wie es das eigentlich... Das habe ich nämlich nicht gelesen. Weißt du, wie das Bild... Haben sie es müssen nachbearbeiten? Weißt du, irgendwie, wie kommt das... Immer. Ja. Also es besteht immer aus Kaunig mehrere verschiedene Datensätze und Perspektiven und alles. Es wird alles zusammengerechnet. Das aber Farben und so, weißt du? Ja, das ist natürlich. Ja. Aber die geht, eben, aber dort geht man, die müssen, da geht man auf, sie sind so. Nein, das ist natürlich eine Annäherung. Wenn du wirklich könntest dort hineinschauen könntest, in den Nachthimmel, dann wirst du das nicht so sehen. Das ist mehr so ein bisschen, um das schön illustrieren, so, dass du musst, das, damit das ein bisschen fancy aussieht. So. Genau. Ja. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht unbedingt wie aus dem visuellen Spektrum drin, was man dort alles sieht. So. Überhaupt nicht. Das Auge hier nimmt man einfach alles aus. Das ist ja der Punkt. Also jedes einzelne Foto, das James Webb Teleskop macht, zeigt uns Galaxien, die nie zuvor irgendein Mensch oder das Gerät hat können sehen. Das sind alles komplett neue Galaxien für uns, wo man sieht, vor allem die rot sind. Also ich sage mal, je röter die Farbe, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, was man illustrieren will damit, je röter die Farbe, desto weiter weg ist die Galaxie. Was da jetzt einfach ein flaches 2D-Bild ist, ist eigentlich die rote Galaxie, die sind massivst viel weiter weg als die helleren im Vordergrund. Und darum siehst du ja auch, also ein kleiner Side-Facts, wenn du das Bild anschaust, siehst du ja teils eine gewisse Galaxie, die sind ja wie so rund in die Länge gezogen. So ein bisschen wie wenn du würdest den Unterboden von einem Glas durchschauen und dann siehst du die wie so ein bisschen auseinanderzogen. Das ist eigentlich ein Phänomen, das schon der Einstein als Theorie aufgestellt hat und eigentlich mit dem Bild bewiesen wurde, ist, das ist schlicht und einfach Licht von der Galaxie im Hintergrund sozusagen, wo weiter weg sind, wo von der hellen Galaxie im Vordergrund, wo so eine massive Masse und Gravitation haben, das Licht wird wie gebogen von dem. Fast ein bisschen wie wenn du von einem schwarzen Loch redest, wo Licht beugt oder wo Licht aufsaugt. Das ist jetzt natürlich kein schwarzes Loch, aber es ist gleich genug Gravitation da, um das Licht zu beugen auf dem Weg zu uns. Und darum sieht das bei uns dann tatsächlich auch so gebogen aus. Aber es ist einfach etwas im Hintergrund, wo vielleicht sogar hinter dieser Galaxie eigentlich ist, wo ich sage mal, der direkte Sichtweg ist eigentlich versperrt. Aber weil es wegen der Gravitation gebogen wird, macht es wie so einen Bogen um die Galaxie herum, kommt zu uns an. Und wir können das mit dem Teleskop sehen. Es ist fucking mindblowing. Es ist mindblowing. Ja, vor allem krass finde ich eigentlich,
dass man dich in die Vergangenheit sieht. Weißt du, ist ja, ja. Eben, klar, das Konzept ist einem schon bekannt, irgendwie, dass Licht auf mega lange Zeit reist, oder? Mhm. Und dass sie aber wirklich den Steg vom Universum, weil das irgendwie eben vor 13 Milliarden Jahren oder was auch immer, der Urknall und so, und das Licht halt irgendwie reist, und dann, weil das Universum sich in dieser Zeit ausgedehnt hat, hat sich auch das Licht verändert. Ja. Und darum sieht man es eben offenbar jetzt auch nur noch mit so Infrarot. Das ist schon der Hauptunterschied. Vermutlich einfach der eine von den Unterschieden zum Hubble. Das genau. Also Hubble hat auch eine Infrarotkamera, so weit man ist, aber es ist halt einfach nicht die gleiche Qualität oder hat nicht die gleiche. Okay. Der Technologiestandard von einem James Webb Teleskop jetzt, oder? Das ist halt einfach massiv weiterentwickelt. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn man sich vorstellt, eigentlich kann man sich vorstellen, wie wenn du, ich sag mal, wenn du in den Himmel schaust und du siehst dann Andromeda Galaxie, das ist unsere Nachbargalaxie, das ist die einzige Galaxie, die wir von bloßem Auge am Nachthimmel erkennen können. Ist für uns natürlich einfach ein weiser Punkt, aber es ist eigentlich eine Galaxie. Ja. Die ist von uns etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heisst, das Licht von der Andromeda-Galaxie braucht 2,5 Millionen Jahre, um uns zu erreichen. Wenn die Galaxie jetzt in dem Moment würde explodieren, würden wir es erst in 2,5 Millionen Jahre sehen, effektiv. Oder? Das heisst, die Distanz. Und Licht, das sind Wellenlängen. Oder? Wir sehen ein gewisses Spektrum vom Licht, sehen wir in Wellenlängen, von Violett bis Rot. Oder? Violett ist das eine Ende vom Spektrum, das man sieht, und Rot ist das andere. Und wenn du jetzt dir das vorstellst, quasi die Wellenlänge wie eine Schnur vorstellst, die zwischen der Andromeda-Galaxie und der Erde gezogen wird, und du sagst jetzt, hey, das Universum ist sich noch am Ausdehnen, also der Raum zwischen Erde und Galaxie ist sich am Ausdehnen. Es wäre wie wenn du an diesen zwei Fäden, an den zwei Enden von dem Faden würdest ziehen, dann würde sich ja die Welle abflachen, oder? Das heisst, irgendwann einmal ist die Welle so flach, dass sie in ein Spektrum reinkommt, das wir nicht mehr sehen können. Und das ist dann eben Infrarot. Darum heisst es eigentlich. Weil die Entfernung zwischen uns und das Licht ist so weit entfernt von uns. Und gleichzeitig ist der Raum sich so am Ausdehnen, dass die Wellenlänge, eben wie das Phil gesagt hat, das Licht verändert sich, beziehungsweise die Wellenlänge wird immer flacher und flacher. Und irgendwann einmal ist es in einem Bereich, wo wir von bloßem Auge nicht mehr sehen können. Darum, wenn du mit dem Teleskop in den Himmel schaust, siehst du die Anzahl Galaxien, die du von bloßem Auge auch kannst erkennen. Hingegen, wenn du einen Infrarotfilter drauf haust, siehst plötzlich komplett neue Galaxien, wo du vorher mit dem Auge gar nicht hast können erkennen, weil die so weit weg sind, dass die ein Licht emittieren, wo wir gar nicht können warnen. Das ist der Grund, warum Infrarot halt so crazy ist. Ja, also vor allem auch das Strube finde ich irgendwie, oder das Spannende auch, dass sie, man hat es jetzt mal nicht durchgeschossen und so richtig, was man damit macht oder was man kann sehen, respektive, das weiss man erst, wenn man die Bilder sieht. Also, oder, weißt, weil sie erst mit den Informationen, die sie dann bekommen, können sie überhaupt jetzt abschätzen, was sie daraus machen können. Das finde ich schon abgefahren. Weißt, so, yeah. Weil du weißt auch nicht, wie es aussieht, und dann weißt du auch noch gar nicht, was du dann kannst für Informationen möglicherweise rauslesen. Aber, und auch wie Straub, fast nur Straub habe ich gefunden, das Hure Hubble ist ja eigentlich mega nah. Ja. Ja, also, weißt, das ist ja noch irgendwie Orbit bei uns Erdorbit, oder? Genau, zwischen der Erde und Mond, oder? Irgendwie, oder? Und genau. Das andere, wie viel? 1,5 Millionen Kilometer. Das ist schon noch, das also ist schon abgefahren. Und massiv viel weiter weg. Also wenn du willst, irgendwie zeichnen, da ist der Erde und da ist der Mond, und das ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Zentimeter, oder? Ich sage jetzt einfach mal, wenn du dir das vorstellst. Dann ist das James Webb Teleskop irgendwie 30, 40 oder 50 Zentimeter von der Erde entfernt. Also es ist huere weit von der Erde entfernt. Aber auch in so einem fixen Orbit, dass es quasi immer zwischen Sonne, Erde und James Webb Teleskop ist, einfach damit es möglichst viel Licht, das von der Sonne auch kommt und dann eben wieder stört, abblockt wird oder eben geschützt wird davon. Ja, also mit einem weirden Punkt, der Lagrange-Punkt, da gibt es eben nur 4, damit es genau an dem Punkt stehen bleibt und so ein Equilibrium. Es ist unerfreckt, ich habe mir das mal irgendwie reingelesen und bin überhaupt nicht mehr draus gekommen. aber das ist so ein Punkt, wo es irgendwie L2, und es gibt glaube ich irgendwie 4, da soll ich mich jetzt nicht genau drauf behaften, aber das ist so wie, wenn du den verkackst,
dann ja. ist es wie weg. Das ist der Weg. Also das hat ja genau irgendwie ein Intro gelesen vom Adrian Glauser, heisst er, glaubt, der Leiter vom, ja. Von der ETH, bei der ETH, weil die, die haben ja auch daran gearbeitet. Und die haben eigentlich so einen Mechanismus, einen Verschluss irgendwie entwickelt, der vor Kälte schützt. Mhm. Der hat gesagt, das ist eigentlich schon ein bisschen, es ist auf eine Art auch ein Wunder, dass es das überhaupt geklappt hat. Also ja. es ist offenbar auch viel besser geworden, als man es erwartet hat. Ja. Und ich meine, wenn das ja auch gesehen ist, eigentlich ist das, eben, das ist ja gleich noch ein recht grosses Teil, oder? Das steht ja so in einem vergoldeten Spiegel mit Beryllium irgendwie, oder? Also man hat es vor den Videos gesehen, wie solche Bienenwaben sieht mhm. aus. Ja, voll. Und 6,5 Meter Durchmesser. Und eben, ich meine, das hast du in die Distanz einfach geschossen. Und das hat sich ja dann selber irgendwie müssen... Ich habe es gar nicht gesehen, aber es hätte sich dann müssen ausklappern irgendwie im Jahr, ja, ja. oder? Ja, ja, das wird so nicht. Das ist schon noch. Ja, das haben sie müssen ausklappen. Und dann vor allem, der, was ich noch fast ein bisschen verreckter finde, ist der Wärmeschutz. Das sind mhm. so wirklich, das ist so ja. papierdünne Folien, mhm. wo es irgendwie in x Schichten, ich weiß nicht, 4-5 Schichten, und damit dann nachher die Sonneneinstrahlung und so, alles schützt vor der Wärme, weil sobald irgendwie. Die hat natürlich so Streustrahlung reinkommt und nachher erkennt das Teleskop auch nicht mehr. Und auf der einen Seite ist glaube ich 80 Grad heiß und auf ja, der genau. anderen eigentlich fast beim minus 85 Grad ja. auf der einen Seite und minus 20, 33 Grad auf der anderen Seite. Ja. Super also geil, oder? Fast minus. Und das ist aber ja. durch so Papierdünne. Ich habe mir überlegt, wieso kann man nicht einfach unsere Hütten so mit dem Ding einkleiden, gerade wenn es so heiß ist. Kostet ja, vermutlich eine Million. Aber da, ja. da ist plötzlich minus 200 Grad in der Wohnung drin. Ja, wieso geht das nicht? He? Kann man das mal jemand erklären, bitte? Kann ich bitte ein paar Scheiben haben, ein paar A4-Blätter von dem? Das ist ja nur Papier. Nein, ja, das, aber wie du sagst, eben, nicht, ja. nur, nicht nur die Dünne von dem Papier, wo so krass ist, sondern eben wie das auch hat müssen, die haben ja gesagt, die haben jahrelang haben sie müssen austüfteln, wie sie das Papier genau müssen zusammenfalten, damit es nachher ja. ein System hat, wo es wieder perfekt auseinanderfalten kann, ohne dass es irgendwie nur den geringsten Schaden nimmt. Ich meine, probier mal irgendwie ein Zelt ja. in so einem Huren oder einen Schlafsack in so einem Pack, weißt du, das ist... Da kannst du einfach das Ding mal zusammenfalten, das kannst du mhm. ja nicht. Und das ist ja, also ja. glaube ich, dass das Jahre gedauert hat, um so etwas ja. auszutüfteln, das ganze ja, eben, Ding. Ja, das Jahrzehnte, oder? Wann haben sie angefangen? Die haben die auch angefangen, ja, ja. im 96 und 2007 haben sie eigentlich das schon wollen, ins All schiessen. Mhm. Also, ja, das ist ein rechtes Unterfangen. Ja, ich bin auch gespannt, jetzt, was, wir da, ja. was wir jetzt da genau. sehen. Also was ich noch, ja, was ich noch markiert habe... Sorry, was ich noch notiert habe, ist die Mission, oder vorher schon gesagt, die haben ja nicht genau gewusst, was sie damit dann machen wollen. Also sie haben schon, die overall Mission vom James Webb Teleskop ist Ursprung erforschen vom Universum, von der Galaxie, von den Sternen und vom Leben. Ja, das ist schon klar, ja. Also das ist schon die Mission von dem Ding. Also wenn man sich fragt, warum haben wir jetzt genau, um ein paar so viele Millionen, Milliarden Dollar ausgeben, um ein paar Fotos von Sternen machen? Ja. So einfach ist es nicht. Also man will wirklich da Sachen erforschen. Man kann ja auch, also abgesehen von schönen Fotos von Sternen zum Beispiel, man kann ja auch anhand von diesen Daten, die man sammelt, kann man sogar die Beschaffenheit von Atmosphären auf Exoplaneten untersuchen, weil quasi, das ist wirklich crazy, also wenn irgendwie also die chemische Beschaffenheit von einer Atmosphäre hinterlässt eine Art, ganz einfach gesagt, wie Fingerabdrücke im Spektrum vom Licht. Und das kann man ja wiederum messen mit dem James Webb Teleskop. Und dadurch kann man wiederum Rückschlüsse ziehen. Ah, schau, auf diesem Planet hat es tatsächlich irgendwie Carbon, keine Ahnung, hat's einfach die Bestandteile vom Leben, hat es Kohlenstoff, ja. hat es vielleicht sogar Wasser und so weiter. Oder Helium und ah, da hat es wirklich Wolken. Und das haben sie auch schon, in einem Bild haben sie auch schon dort das erste Resultat von so einer Messung gezeigt. Also es ist wirklich crazy, was das Teil ist. Ich finde krass, krass ist einfach immer, finde ich, die Dimension. Wenn einfach da ja. schon das typische Rauszoomen, das, ja. einfach, eben, das ist etwas, das, oder, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also, mhm. eben, das ist wirklich etwas, ich glaube, das übersteigt die menschliche Vorstellungskraft, wie verdammt gross das Universum ist und wie viel das dort drin muss stecken. Also weißt du, irgendwie... Ja, ja, ich meine, es ist schon irgendwie, das sind so wegweisende Sachen. Ich hatte letztes Mal, wo wir dort, wo die Pluto-Sonde vorbeigeflogen ist, vor ein paar Jahren, das fand ich schon unglaublich so beeindruckend von der, wirklich. Das sind so Sachen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie hart,
ja, was für hure Entwicklungen das sind. Mhm. Und Leute folgen irgendwelchen Leuten auf Instagram und liken dort irgendwelche Fotos oder auf TikTok-Dances, Mann. Das ist das Zeug, das wirklich bewegen sollte. Aber irgendwie sind es ein paar Nerds, was interessiert und der Rest ist irgendwie ein Tag lang kommt irgendetwas in der Zeitung und nachher interessiert sich keine Sau. Oder? Aber es ist schon noch, also ich staune nämlich dann gleich noch, es interessiert ihn schon noch viel. Also weißt, ja, das es wird Art... in den Medien zum Glück auch durchgeschlagen, so, oder? Aber weißt, ich meine, Leute auf den Mond bringen, ist jetzt hundertfach einfacher, als irgendwie das Zeug da zu machen. Wäre, oder? Mhm. Aber ja, wenn dann nachher wieder die ersten Leute auf dem Mond landen, dann gibt es viel grösseres Tamtam, weil es halt näher ist, oder? Weil irgendwelche Menschen sind, oder? Ja. Aber ja. Ah, ja. Aber sehr, 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 sehr beeindruckend gewesen. Ja. Ich bin sehr pumped gewesen. Ich habe ja übrigens die Dinge schauen, die erste Präsentation mit dem Herrn Biden, ist auf die, glaube ich, 11 angekündigt gewesen und um 11:45 ist er immer noch nicht für die Medien. Yeah. Und das hat so einen ganzen schlechten Random Loop in dieser Warteschleife auf YouTube und nachher bin ich dann noch gepennt. Du weißt was. Also gut, komm, dann gehen wir zum nächsten, wo ja, je nachdem weltbewegend ist. Nein, natürlich nicht. Aber das Nothing Phone ist jetzt offiziell vorgestellt worden, also angekündigt. Ui, meine Storre. Man kann es auch vorbestellen, glaube ich, bei uns schon, gell? Ja, genau. Man kann es bestellen. Eben, es ist in Europa. Also du kannst Asien im Jahr auch. Einfach die USA nicht. Gut, das kann ja alles gleich sein. Mal ausnahmsweise ist es so. Und ja, es ist vor allem optisch ist speziell. Ich glaube, also eben, ich finde es, das hast du mal gesagt, ein bisschen nicht enttäuschend, ist das falsche Wort, aber hat das nicht aus der Socke gehauen, vielleicht ich jetzt gleich. Ich finde das Design super. Das ist das, wo ehrlich gesagt das Einzige, was es abhebt. Oder? Es hat so ein Glyph-Interface, nennt er es, auf der Rückseite. Und es sieht eigentlich wie so transparent aus, halt auch wie sie die Nothing Ear heisst es so? Ja. Ihre Kopfhörer. Ja. Genau, also das Transparente, du siehst wie so eben auf eine Art Innereien, also so wirkt es zumindest. Es sind Pseudo-Innereien, ja. Aber ja. Aber es ist eine durchsichtige Rückseite und nachher hast du dort so LED-Streifen überall. Ich glaube, das ist das Speziellste an dem. Ja. Das Design ist halt nicht einfach wie jedes andere Design, einfach ein Case, wo noch in verschiedenen Farben kommt. Es kommt zwar in Schwarz und Weiß. Ich weiss nicht, wer das Schwarze soll wählen. Das Weiße sieht viel geiler aus. Aber es ist halt einmal, das finde ich alleine, ich meine, das langt ja eigentlich schon, weil Handys überrascht mich wie nichts mehr. Es gibt das seit irgendwie 5 Jahren oder länger, ja, etwa 5 Jahre nichts mehr, wo überraschend ist. Und ich meine, darum haut es mich schon aus den Socken. Also, aber es ist ein Mittelklasse-Phone, oder? Das muss man schon sagen. Es ist nicht irgendwie, darum, das ist das, was du meinst, Phil, oder? Darum haut es dich nicht aus den Socken. Ja, es kostet aber auch nicht 1400 Stutz, sondern 450 für 8 GB mit 128, also 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 479 mit 256 GB Speicher. Und dann gibt es noch eine 12 GB RAM-Version. Für 529. It is what it is. Es ist ein Mittelklasse-Phone mit dem geilen, mit dem Feature, mit den Leuchten, mit den LED-Strips hinten, die dann leuchten. Ich glaube, es ist mehr... Wenn du Anrufe oder so bekommst, ja. Ja, genau. Es leuchtet, wenn du aufladest, der Klingelton. Kannst du so ein bisschen an verschiedenen Stellen leuchten. Nein, ich meine das mehr. Ich finde das Design voll geil. Wirklich, finde ich super. Und für die 2% wie ich, die keine Hülle dran tun, wird das auch cool aussehen. Für alle anderen ist es für die Füchse. Eben, ich wollte gerade sagen, drum, das ja, mit der Hülle. Für mich, der Carl Pay, ist einfach, ich finde, das ist einfach so ein... Grossschnurri. Ja, genau. Das ist einfach, ich habe auch dem sein Video geschaut. Ey, der stellt das vor, als wäre das der Shit, Mann. Ja, ja. Du ist einfach wirklich ein Mittelklasse-Telefon mit einem Gimmick. Ich muss so sagen, Preisleistung. Wenn ich das so herauslese, man hat jetzt noch keine Tests, aber rein von den Specs ist das ein super Preis. Also die Preisleistung ist super. Von dem her, das ist doch eine Leistung. Und dann kommst du vielleicht optisch auch das abgefahrenste Telefon über. Das für sich, stimmt, das ist schon nichts. Aber gleich, es wird so angepriesen, als wäre das jetzt etwas Weltbewegendes. Und dann ist es einfach so ein Gimmick für einfach all die Leute, die nachher eine Hülle dran klatschen.
Vielleicht kaufen die das auch nicht. Es wird schon Hüllen geben, die das aussparen. Das sind ja schon die ersten Kommentare bei uns auf der Seite. Da im Artikel ist schon, ja, verkaufen die dann auch die richtigen Hüllen dazu. Ja, eben. Das Paaren, die Hüllen dran tun. Aber, ja, warten wir es ab, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, ich habe ja damals vor x Jahren habe ich mal das HTC, was ist das, das HTC-Handy getestet. Und das hat ja auch genau das auch gehabt, dass eine durchsichtige Rückwand, wo du aber tatsächlich ins Handy reingesehen hast, also wo der Prozessor ist, wo der Akku ist und so weiter. Und ich habe nie irgendein, gut, das war eben HTC und HTC hat nicht, jetzt nicht gleich geil wie der Carl da Marketing-Kühle geschwungen, so sehr, dass es... HTC ist aber sicher die grössere Firma als... eigentlich schon. Als dem Sinne, das solltest du eigentlich meinen, oder? Also ich, medial ist das HTC-Ding einfach nirgends. Ja. Also was ist das da? Anno dazu mal ist das gewesen, was hat es da für Phones gegeben? Also sicher natürlich Apple und so, Samsung, Galaxy und so weiter. Ja, aber ich habe nie irgendeine Hülle gesehen, die dazu passt, zu dem HTC. Ja. Mal schauen, was es bei dem gibt. Aber andererseits, eben, der Carl, der weiß, wie man Marketing macht. Hat das gesagt. Er macht vor allem sehr gut einfach Marketing. Ich habe die Kopfhörer erzogen und sie sind crap. Also sie haben bei mir nicht funktioniert. Ich bin nicht der Einzige. Und darum, ich wäre natürlich komplett in der Market für das Telefon. Ihr wisst, der Midrange-Phone-Guy, wenn ich bin. Aber ich muss kein neues Telefon haben. Und ja, Midrange, und du hast noch ein optisch geilstes Telefon. Also, man, das sieht super geil aus. Ich kaufe mich, weil ich eh kein Telefon brauche, kaufe man es eh nicht. Aber es nimmt mich Wunder. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben auch noch der mit dem Early Adopter, Kinderkrankheiten und so, das würde jetzt fast... Ja. Ja, da glaube ich. Ist auch die Frage, ist seine Strategie nicht tatsächlich einfach ein, zwei Generationen lang jetzt mit so einem Mittelklasse-Phone ein bisschen unter die Leute kommen? Es ist ja angeblich immer noch der grösste Markt, grösser, also es werden mehr Stückzahl mehr solche Phones verkauft als Flagship-Phones, um dann nach zwei, drei Generationen dann tatsächlich mal mit einem Flagship-Phone zu kommen, wenn es dann mal... Das mag schon sein, ja. Aber eben als neuer Hersteller, glaube ich, kannst du dann mit Flagship gerade einsteigen, oder? Und das mag schon sein, aber er hat sich ja schon auf die Fahne geschrieben, dass er immer günstig und Midrange und so. Aber vielleicht mag das schon sein. Hat er mal wie OnePlus er hat vorne schon wo... Ja, hä? Stimmt. OnePlus hat das auch schon mal gesagt. Ja, ja. Das sind wir jetzt auch bei allen eigentlich. Und er ist ja von OnePlus gekommen, oder? Der Carl Pei. Ja. Der ist ja von dort raus und hat dann noch sein eigenes Ding gemacht. Genau. Wir werden es sehen. Ich weiss nicht, wer es bei uns testet. Wahrscheinlich der Jan, oder was? Höchstwahrscheinlich. Ja, Goya. Ich weiss es gar nicht. Oder genau, Goya. Wer es macht. Ja. Ja. Ja, we will see. Komm, dann die nächste News ist eigentlich auch mehr ein Update. Das hat sich ja auch schon ein bisschen abgezeichnet. Und zwar, dass der Elon Musk vom Twitter-Deal zurückgetreten ist. Das hat wir sind ja nicht die Einzigen gewesen, wo man das schon ein das Gefühl hat, dass das alles möglicherweise... Gut, das ist dann die Vermutung immer noch. Aber dass das vielleicht wirklich einfach von vorhinein einfach ein abgekartertes Spiel war. Ja. Er geht das Grund vor, eben, dass Twitter gegen die Vorgabe in dem Übernahmevertrag verstoßen hat und eben falsche oder irreführende Angaben zu diesen Botbeständen gemacht hat. Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, sie haben von Anfang an das so ausgewiesen, wie es ist. Genau. Jetzt hat er aber gesagt, nein, wollte ich nicht. Und Twitter hat dann auch gesagt, eben, sie verklagen ihn, weil das haben wir, über das haben wir auch schon geredet, dass die, wenn so ein Deal mal zustande kommt, also so wie sie jetzt schon sind, mit dem Kaufangebot, dann können sie das ja forcieren, wenn seine Gründe eigentlich nicht verheben, oder? Seine Gründe, dass er es nicht kauft, zum Zurücktreten, wenn die nicht verheben vor Gericht. Mhm. Dann muss er es gleich kaufen. Und so wirklich immer noch zum gleichen Preis, wie es vereinbart, 44 Milliarden. Und im besten Fall kommt er davon, dann muss er nur 1 Milliarde zahlen, oder die Breakup-Fee. Mhm. Und dann gäbe es aber laut Bloomberg, steht im Artikel gestanden, noch dritte Option, dass man sich halt einfach auf einen günstigeren Preis einigt. Das wäre dann außergerichtlich. Also. Ja. Und was haben Sie das Gefühl, wie geht es aus? Gute Frage. Also, das sind. Ursprünglich, also sein ursprüngliches Angebot war eigentlich völlig überrissen. $54,2 pro Aktie zu einem Zeitpunkt, wo die Aktie 36,81 wert war. Das war eigentlich massiv zu viel geboten. Und vor allem, wenn man noch schaut auf die Story von Twitter, Twitter-Aktie ist nie derart viel wert gewesen. Also man kann nicht mal irgendwie sagen, ja, es könnte ja wieder zurückkommen oder so etwas. Die Aktie ist einfach nie so viel wert gewesen. Und er hat einfach wahnsinnig viel zu boten. Die Frage ist, und auch heute, also die Aktie ist immer noch $36,75 wert. Sie ist nicht einmal gestiegen. Und genau das
ist sehr telling. Der Moss ist ja am Anfang dann schon gestiegen, oder? Weil er, da weisst du jetzt eben auch nicht, ob das dann wirklich ja, aber nicht, also nicht viel. Ich weiß noch, ein Dump-Scheme war oder so. Aber dort, wo er es angekündigt hat, sind wir schon gerade einen rechten Jump gemacht. Aber das ist schon, der Preis, den du gerade gesagt hast, der 54, das ist eben der, den er müsste zahlen. Ja, genau, genau. Und nicht der, was jetzt ist. aber da, auch damals, also ich weiss, wir haben im Mai haben wir schon darüber geredet und auch dort haben wir schon gesagt, eigentlich erwartest du, dass der Preis in so einem Fall, wenn eine Übernahme kommt, dann erwartet die meisten Aktionäre, geil, bessere Zeiten kommen, ich kaufe jetzt noch Aktien, solange sie noch günstig sind. Damit treiben sie natürlich den Aktienkurs auf. Und der ist aber dann eben gar nicht so weit auf, oder nicht so weit auf, wie man gemeint hat, oder nicht so lange oben geblieben, wie man gehofft hat. Und er ist gerade wieder eigentlich runter, auch weil der Musk dann wegen dem ganzen Zirkus wahrscheinlich, wo man drumherum veranstaltet hat und die Leute irgendwie, oder vielleicht der Ausnahme, sie wirklich einfach bei dem Fall von Anfang an gedacht haben, hä, das ist doch etwas Komisches, das kann doch nicht sein. Also es ist nicht das passiert, was er erwartet hat. Ich frage mich, ob er wegen dem auch sich ein bisschen verzockt hat und das Gefühl hat, ja, wenn ich komme, dann wird die Aktie schiessen und nach oben schiessen, das ist kein Problem. Und jetzt merkt er dann irgendwie so, shit, ich glaube, ich gibt wirklich massivst zu viel Geld aus und macht jetzt einfach alles, um das irgendwie verhindern oder abdrucken. Eben, wie du gesagt hast, die dritte Option, abdrucken. Was ich damals auch schon im Mai erzählt habe, ich habe mich auf einem Artikel von der NZZ basiert, also nicht einfach irgendeine Quelle. Und die haben auch gesagt, der Elon Musk hat bei der Übernahme hat er bewusst auf eine Due Diligence, also auf eine Sorgfaltsprüfung verzichtet. Oder? Er hat vorher einfach das Angebot gemacht und gesagt, du musst nicht extra blank ziehen, Twitter und so, und eben das von wegen Fake-Bots und so zeigen, das ist mein Angebot, machen wir es. Und erst nachher hat er gesagt, hey, aber shit, das mit den Fake-Bots und so, das finde ich jetzt gleich ein bisschen suspekt. Und das wäre eigentlich in einer Due Diligence, wäre das schon vorher rausgekommen. Also ich habe das Gefühl, das ist eben auch ein bisschen komisch. Aber jetzt könntest du wieder meinen, der Fall sei klar, dass er dann das müsste kaufen, aber es läuft, kommt dann wieder irgendwie raus. Oder? Da ist ja bei denen ist ja nie etwas klar. Mhm. Ja. Aber ich schaue übrigens gerade die Aktien nochmal an, das ist wirklich, wie du sagst. Also, sie sind dort, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, wie wenn er das gesagt hat, aber das ist, wenn man die Grafik anschaut, ist es garantiert dort dann irgendwie Ende oder Anfang April gewesen, wo er gesagt hat, er kauft, weil dann sind es vermutlich etwa bei 40 gewesen. Sie sind dann gerade hochgespickt auf 50. Das ist garantiert der Zeitpunkt gewesen. Aber eben, 50 sind nie. Der höchste Punkt, den ich jetzt da gesehen habe, in den letzten 6 Monaten, ist 51,7. Ja. Nie auf 54. Und einfach von April bis, sagen wir, so ein bisschen Ende Mai, Mitte Mai, ist es noch hoch gewesen, zumindest über 40. Aber eben, jetzt ist es wieder, jetzt dümpelt sie wieder bis, jetzt ist eben, genau, bis tief, 36 rum, oder? Also dann, wenn das... Ja, also sie würden ein saugutes Geschäft jetzt machen. Genau, also das im Podcast, wo wir das erste Mal gesagt haben, oh, das könnte platzen, das war am 19. Mai. Das ist nicht so weit. Ja gut. Wir werden es weiter verfolgen, was da passiert. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben. Nein. Oh shit, ich habe mein Telefon rausgegeben. So. Kannst du gerade ein neues kaufen. Gut, dann habe ich noch eine kleine News, die habe ich einfach... Ich hatte die reinnehmen, weil ich einfach so aus Kuriositäten gründe. Und Bayonetta 3 kommt ja dieses Jahr raus. Ich glaube, im September, jetzt habe ich das genaue Datum gar nicht parat. Aber das ist nicht, das ist ehrlich gesagt gar nicht spannend. Also am 28. Oktober, sorry, kommt es. Das, was witzig ist, ist, dass sie Bayonetta ist ja so ein... Action, wie beschreibst du das? Einfach so ein Beat'em-up-Action-Game, ja, du. Ja. Einfach, ja, genau, irgendwie so die Wörter. Und auch noch halt eher ein bisschen ein tricky Game. Gut, um das geht es ja nicht einmal. Sondern eben, es geht darum, dass die Hauptperson, heisst sie Bayonetta vermutlich. Ich habe nie eins gespielt. Ich kann es immer wollen. Ich habe eins gespielt und habe es irgendwie nicht so toll gefunden, obwohl ich eigentlich ein Platinum-Games-Fan bin. Ah, oh, sorry, ich muss den Rest... Ah, oh, da kann ich das auch nicht wegmachen. Ja, genau, aber das Wichtige ist daran, das ist immer so ein bisschen ein erotisches Game. Sie hat sich einfach immer halb nackt gemacht. Ihren... Bayonetta, ja. Genau, weißt du, wenn sie sich... Ihre Kampfanimationen und so, dann... wenn sie sich transformiert hat, dann hat sie sich immer halb nackt ausgezogen. Also man hat natürlich nichts explizit gesehen. Aber jetzt gibt es so einen sexy Filter, wo man kann aktivieren kann. Und dann sozusagen zensiert es. Also dann ist es so
weißt du, wie so früher, wo irgendwie die asiatische und die Dummy-Version anders war. Also hat sie dann einfach Kleider an, oder, ist es, oder wie ist das? Ja, genau, also, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade siehst, aber sie hat dann, jetzt ist sie schon wieder weg. Ja, genau, sie hat in der einen Animation zum Beispiel gesehen, sie, dann hat sie wie so wirbelt so irgendwann ihre Haare um sie herum und hinter dran ist sie dann nackt in der Originalversion. Und in der, wenn du den Filter aktivierst, dann hat sie einfach dort in dem Bild Kleider an. Oder sie hat einfach statt irgendwie... sie hat einfach überall dann meistens ein bisschen mehr an. Und ich finde das einfach so absurd irgendwie, weil wenn du so einen Filter einbaust, dann bist du offenbar der Meinung, dass das vielleicht ein bisschen anzüglich ist. Dann weiss auch nicht, dann machst du es halt anders. Also irgendwie, ich finde es dann... Ja, ich weiß auch nicht. Dann es ist... ja, es ist Bayonetta. Es ist... Ich meine, mach's auch so. Man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist ein japanisches Game, falls das nicht allen schon jetzt bewusst ist, vom Zuhören. Und dort, ich glaube, ja, das ist ein, die tun das da als, wie soll ich dem sagen, die tun das da, das ist eh nur für den Westen gemacht, eigentlich, dass sie nicht irgendwie, weißt du, unter einen Shitstorm unterkommen oder so, weißt du, was ich meine? Aber also, sie haben ja schon zwei, also weißt, es gibt ja schon zwei, die sind ja auch schon so gewesen. Ja, und die sind auch schon länger her. Die haben damals schon kritisiert, also die einen, dass es halt einfach ein sexistisch vielleicht sage und so, obwohl sie so eine toughe Ding ist, aber gleich sich dann entblößen muss. Aber das, aber das stimmt schon, du hast schon recht, mutig macht man die, das für den Westen, ja, aber... Es ist eine kuriose Meldung. Das ist genau, aber viel mehr habe ich einfach auch nicht dazu zu sagen. Viel mehr finde ich jetzt auch nicht. Ja, das ist so. Also, es ist einfach weich, aber ja, schön haben sie es gemacht. Man muss ja, übrigens, ich kann ja Monster Hunter noch ein bisschen gamen und so. Und dort ist es ja auch so, dass, also früher hat es dort noch immer so, also mittlerweile, ich muss vielleicht ein bisschen anders anfangen. Mittlerweile kommt man auch bei so Fantasy-Games ein bisschen weg davon, dass einfach eine Rüstung für die weiblichen Charaktere einfach ein Bikini aus Metall ist, sondern leitet eine richtige Rüstung an. Monster Hunter ist auch ein japanisches Game. Elden Ring ist das Gleiche, oder? Da findet schon auch ein bisschen ein Umdenken zum Glück statt, weil das habe ich schon auch immer nicht sehr stringent gefunden, dass während die Soldaten und so der männliche Charakter immer die Vollrüstung angehabt, ist bei der Frau einfach ein Bikini gewesen. So, ja. Aber vielleicht findet ein bisschen Umdenken statt, was ich schon easy finde. Ich glaube, das ist die Wokeness, die macht unsere Game-Welt kaputt. Also man soll doch noch, ich meine, sie soll doch zeigen, was sie hat. Wenn sie schon grosse Brüste hat, dann müssen wir die doch nicht verstecken. Ich bin das Buch über Incels am Lesen. Ah, wirklich? Oh. Und die weitere Auswirkung, dass eben auch, also die ganze Gesellschaft, die sind vielleicht eine Nische, aber die sind eigentlich wie noch so ein Extrem von einer so ein bisschen kaputten Gesellschaft. Darum ist es eigentlich schon noch spannend. Aber es geht natürlich viel auf die Incels ein, was die für eine Weltvorstellung haben. Und genau, das ist so ein bisschen das mal 100. Aber, wie heisst es? Incels ist von einer Deutschen. Veronika Kracher, Geschichtssprache und Ideologie. Genau, das ist wirklich spannend. Also ich bin 60% fängst gelesen, aber schon gespannt. Gut, dann die letzte News, die betrifft Ubisoft. Das hat sich eigentlich letzte Woche ist das schon durchgedrungen, aber ich habe gleich gefunden, man kann es jetzt auch nochmal aufgreifen, weil es nochmal ein Update gegeben hat. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie den Online-Service bei 15 von ihren Games abstellen. Und durch das machen sie die Multiplayer-Funktionen und DLCs unspielbar. Und das ist schon mal, also allein schon das ist einfach krass, oder? Das ist DLC, die du gekauft hast. Kannst jetzt halt einfach nicht mehr spielen, hast jetzt halt Pech gehabt. Und zu den Games eben gehört Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations, Tom Clancy's Ghost Recon und Rayman Legends, Space Junkies etc. Krass ist vor allem zum Beispiel Assassin's Creed Liberation, dort ist der DLC, der war gerade Aktion gewesen, gerade kürzlich. Das ist ja das Dreisteste eigentlich. Ja. Es hat eine Aktion gegeben, das kann ich kaufen für 75%. Das kannst du nachher spielen. Das ist eine absolute Abzocke. Und genau. Dann hat es aber zwischendurch noch geheißen, dass dann bei gewissen Games, weil die so verknüpft sind mit diesen Deals sind, so dass hat es geheißen, dass ein Assassin's Creed, dass du wirklich gar nicht mehr spielen kannst. Da haben sie jetzt noch
dann aber nochmal eine Meldung rausgegeben, Ubisoft. Und jetzt, da ist jetzt einfach nicht ganz klar, ist der Druck einfach entstanden, also ist es höher gewesen, dass plötzlich ein Spiel bei Steam nicht mehr spielbar ist, selbst wenn du es gekauft hast, oder ob es wirklich einfach von Anfang an falsch verstanden worden ist. Jedenfalls, sie sagen, nein, das Spiel kannst du weiterhin spielen. Oder? Das ist kein Problem. Die gehen alle weiterhin, es betrifft wirklich nur DLCs und den Online-Modus, aber ja, es ist gleich noch krass. Nein, und, was ist das Assassin's Creed sein? Da kannst du gar nicht mehr spielen. Oder? Nein, das haben sie eben nachher wieder nachgereicht, dass das weiterhin spielbar ist. Aha, okay. Ja, okay, ja, das, ja, eben, genau. Aber das ist dann gleich. Man vermutet, also ich bin im Fall auch nicht, man weiß es jetzt halt nicht, aber irgendwie, es schmeckt natürlich schon ein bisschen dann noch. Gut, das ist, ja, das ist eine Vermutung, aber eben, vielleicht haben sie dann gleich gefunden, okay, dann es geht irgendwie nicht. Weil ich habe das auch noch krass gefunden, wenn ich das zuerst gelesen habe. Also, das wäre ja irgendwie das erste Game, wo du wirklich bei Steam gekauft hast und das wäre, obwohl du es dir gehört, dass du es nicht mehr spielen kannst. Das habe ich nämlich das Gefühl, das hat es bis jetzt noch nie gegeben. Es hat es gegeben mit dem Horror-Game, wo du nicht hast müssen kaufen, die Demo auf der PS 4 oder 3, weißt du, wo PS oder PS, den App, ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Aber das ist Playable ja dann auch Teaser PT. PT hat es geheißen. PT, genau. Ja. Und dort haben sie nachher dann Playstations online verkauft, was noch drauf ist, so man irgendwie viel krasser. Aber eben, gratis Demo immerhin, oder? Ja, das war eine Demo, das ist nicht kein gekauftes Spiel. Und das ist gekauftes Spiel, das ist das, was man immer davor gewarnt hat. Und Ubisoft macht es einfach so. Das ist und die Games sind 8 Jahre alt zum Teil erst. Ja, also, weißt, das ist ja eigentlich kein Alter, oder? Also, ja gut. Das hat ja, glaube ich, das hat es noch andere gegeben, der letzte, wo ich glaube auch Sony hat doch auch noch irgendwie, aber mit Filmen, haben doch die, glaube ich, irgendetwas abgestellt und dann hast du die Filme nicht mehr. Shit, das weiss ich jetzt nur so vage. Bei Sony? Aber ich weiss, es hat nochmal so eine Meldung gegeben, bei PlayStation, dass dort auch irgendwelche Filme, obwohl du sie gekauft hast, nicht mehr verfügbar sind. Siehst du, aber das ist halbwissend. Ich weiss, es habe die Meldung nicht. Gehen Sie es selber noch lassen. Komm, wir machen weiter. Wir sind da nicht Skandal. Zum Informieren, wir sind nur zum Dummschwätzen. Nein, also komm, machen wir weiter mit dem Big Screen, weil ich nehme jetzt da mich sehr wunder, wie du da den Jurassic World Dominion gefunden hast, weil ich muss auch sagen, ich habe noch nicht viel Gutes gehört. Ich habe auch vorher nicht viel Gutes gehört und dachte, ja komm, es ist einer der ersten Filme seit langem, wo ich mal wieder im Kino schauen konnte, also dürfen schauen, ohne dass ich nachher ein Review gerade muss schreiben. Das heisst, ich bin schön entspannt und habe das Gefühl, ja geil, mal einfach wieder ein bisschen Popcorn rein, nicht viel überlegen, schauen, geniessen und dann gerade wieder vergessen. Ich wünschte, ich könnte es vergessen. Es ist leider wirklich einfach nur mies gewesen. Also wirklich eine Katastrophe. Jurassic World Dominion ist jetzt etwa seit einem Monat im Kino. Ich hoffe, bald auch wieder aus dem Kino raus. Alle, die dagegen schauen können, tut mir jetzt schon leid. Hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Auch mit Verschiebungen, mit Covid und Pandemie und alles. Regisseur, der gewechselt hat. Der hat ja zwischendurch beim zweiten Teil kurz gewechselt, das ist ja, glaube ich, wie heisst der, Shane Black oder so etwas, ist beim dritten Teil aber wieder der Colin Trevorrow, also der, der auch schon den ersten Jurassic World gemacht hat. Und ja, die Geschichte knüpft mehr oder weniger direkt am Ende vom zweiten Teil an. Dort ist es ja darum gegangen, dass die Dinosaurier jetzt in der Welt wirklich weg von der Insel sind. Sie sind jetzt auf der Welt. Am Schluss hast du ja gesehen, für Jurassic World 2, da der T-Rex, der einem Loi im Zoo entgegenbrüllt, da das fette der Wasserdinosaurier, der riesige, mit Delfin am Schwimmen und so weiter und Langhals oder Brachiosaurus bei den Elefanten. Also es hat eigentlich alles so nach einer mega spannenden Prämisse getönt. Endlich mal etwas Neues. Wir sind jetzt weg von dem Themenpark, von dieser Themenpark-Story. Wir sind weg von immer auf diesen zwei Inseln. Warum müssen die Menschen immer auf diese scheiß zwei Inseln gehen, wo immer alles schief geht? Wir sind jetzt mal weg. Jetzt sind Dinosaurier wirklich auf der Welt. Jetzt können wir eine spannende Geschichte erzählen. Und der Film, der hat zwei Plots. Der hat zwei Plots, beziehungsweise der Film hat zwei Filme in einem. Und die erste Hälfte vom Film sind zwei Plots. Im einen geht es um Kinderentführung und im anderen um eine Heuschreckenplage. Das ist kein Scherz. Wow, für das Gang ist das für das Gang ist kein Witz. Dino Film schauen. Kinderentführung, Heuschreckenplage. Das ist die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte finden die zwei Plots irgendwie zueinander. Wie genau sage ich nicht, aber das wäre ein Spoiler, aber sie finden zueinander und dann fängt plötzlich ein neuer Film an. Und dort geht es dann aber auch wieder hauptsächlich um
Heuschreckenplage. Der Film dreht sich zu 80% um eine scheiß Heuschreckenplage. Ich habe noch mit keinem Wort Dinosaurier erwähnt. Und ich verstehe nicht, wer so eine dumme Scheiss-Idee durchgewunken hat bei dem Studio und gesagt hat, dass großartige, das ist ja das Ende von dieser Trilogie. Die Jurassic World ist ja immer als Trilogie gedacht worden, wo jetzt halt für die neue Generation ist. Das Ende von der Jurassic World Trilogie muss eine Heuschreckenplage sein. Okay, es sind genmanipulierte Heuschrecken, aber es sind Heuschrecken, es sind keine Dinosaurier. Nehmt wenigstens irgendeinen Dinosaurier-Plage, wo die Welt halb am Ausrotten ist. Ich weiss noch, vor einem Jahr ist doch da der Kurzfilm rausgekommen, wo auf YouTube überall, wahrscheinlich heute noch kannst gratis schauen, wo es darum geht, eine Familie auf einem Campingplatz am Abend, Feuerstimmung und so, oder so Feuerstellstimmung, mega romantisch, cool, und plötzlich werden sie von irgendeiner Dinosaurierherde überrascht, wo sie völlig umtrampelt und so, und genau das ist der Scheiß, wo du willst sehen, oder wo du sagst, ah, das ist spannend zu sehen, jetzt, was passiert auf der Welt, wenn da plötzlich Dinosaurier rumlaufen, wie können da zwei Ökosysteme, die aufeinandertreffen, koexistieren, oder wie eben nicht koexistieren und so weiter. Die ganze Frage wird in einer Montage, in einer 3-Minuten-Montage am Anfang vom Film abgehandelt. Und dann fängt und dann ist schon wieder vorbei, mehr oder weniger mit dem. Das hat sich dann wie erledigt. So, Kindsentführung und Heuschreckenplage. Das ist jetzt der Rest vom Film. Die haben doch einfach gefunden, ja, jetzt nach 5 Filmen haben wir schon so viel mal die Dinos gesehen. Das ist ja langsam langweilig, oder? Aber weißt du, dass die Leute noch nicht viel gesehen haben? Heuschrecken. Urgeil. Also einfach nur, der Ausmaß ist natürlich schon irgendwie so apokalyptisch. Ja, Heuschrecken, wo die ganzen Kornfelder wegfressen und dadurch die Nahrung von Tieren, von dies, von jenes und natürlich ein riesen Rattenschwanz, der halt am Schluss einfach das Ende vom Leben auf dem Planeten zur Folge hat. Spannende Theorie, aber das ist schon ein bisschen apokalyptisch. Aber am Ursprung stehen fucking Heuschrecken. Ich komme nicht darüber hinweg, dass es das nicht ist wegen, das ist sicher wegen Chris Pratt. Das ist ja so ein christlicher Killer-Heini. Und das ist mutig so aus der Bibel, weißt du, mit den Heuschreckenplanen. Ja, hör auf, gefunden, jetzt, die Dinos, die müssen weg, die Dinos, weil die gibt es nicht in der Bibel. Die müssen weg. Ja. Heuschrecken gibt es aber. Wahnsinn. Und das Schlimme ist ja. Bibelfanatiker, oder was? Ja, der ist irgend so einer Killer. Ja, so. Gibt es auch schon Gerüchte. Wahrscheinlich ist er wieder mehr dran, als man will. Also in der Kirche, das ist ja schon ja. in einer, ich weiß nicht, wie sie heisst, halt eins in einer Freikirche. Ja, aber wie fanatisch, ob er jetzt da Scientology-Style Tom Cruise ist oder einfach sonst halt ja, sein Glauben hat, genau. Oder so. Naja, anyway, was sehr schade ist, ist auch das brutal verschwendete Potenzial mit dem Cast, mit dem alten Cast vom ersten Jurassic Park-Film. Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill kommen alle wieder zurück. Und das ist, ja. Die letzten 10 Minuten. Die werden einfach in so einer Scheiß-Story involviert. Wo wirklich, es ist einfach, ich habe mich mega gefreut auf die drei wieder zusammen vereint. Die sind ja immer wieder für Jurassic Park 2 ist der Jeff Goldblum zurückgekommen, für Jurassic Park 3 der Sam Neill. Aber die drei vereint hat man ja nie mehr gesehen seitdem eigentlich. Und das ist jetzt der erste Film seit dem ersten, also dann, ja, wo die wieder zusammen sind. Und so verschwendet. Nein, wirklich. Hey. Also wenn man es streng nimmt, ist doch einfach nur der erste gut und dann der erste von der neuen. Die anderen vier in dem Fall kann man eigentlich. Ich finde im Fall der zweite Jurassic Park auch noch geil. Den finde ich noch fast, also den finde ich eigentlich noch fast der geilste von der Sequels. Der zweite von der Fortsetzungen. Von der neuen? Ja, nein, vom alten, vom alten. Also der, wo wirklich das zwei mit dem Jeff Goldblum. Genau. Der. Ja, aber der ist halt einfach so komisch, der hat so mega Längen und einfach so ein paar, der hat einfach so, der hat schon witzige Momente. Das ist schon, der funktioniert noch als Film schon unterhaltsam, hat einfach langweilige Sachen drin und geht irgendwie zu lang. Und ja, ich meine, ich habe auch das 3 easy gefunden, aber der ist auf eine Art eben geknackt. Sorry. Ja. Nein, eben das 3 ist auch wie, kann man auch schauen. Das ist wieder so, geht in die Richtung, so ein unterhaltsamer Trash. Ja. Das 3 ist für mich so Monster-Movie, Trash, ein bisschen so Guilty Pleasures, ja, ja. Was okay genau. Ist für den ja. Film, aber wo nicht zu Jurassic Park passt. Das ist wie so. Nein, genau. Ja, ja gut, ja. Jurassic World Dominion, ja. Also, muss man nicht schauen. Ich bin entsetzt. Ich bin einfach nur entsetzt. Es ist ein miese Film. Also er hat seine Momente in der zweiten Hälfte, sage ich mal, wo dann tatsächlich irgendwo so die letzte halbe Stunde oder so plus minus tatsächlich Dinosaurier dann wieder zur Bedrohung werden für die Protagonisten im Film. Aber
zu dem Zeitpunkt ist der Film schon lange beyond repair. Also das ist unredbar. In dem, wenn so viel Schrott vorher, dann ist das wie so, ja, endlich, danke. Danke dürfte jetzt auch nochmal ein Dinosaurier tatsächlich gefürchtet, also Bedrohung sein. Aber bis zu dem Punkt, wirklich, Katastrophe. Okay. Ja, macht mich irgendwie nicht so recht an. Hey, was ich vielleicht auf nächste Woche mal schauen ist der, den ich schon lange schaue, der RRR, der RRR. Hast du auf Netflix so einen indischen... Der müsste der absolute Shit sein. Also okay. Der müsste richtig geil sein. Geht aber etwa 3 Stunden. Okay. Da muss man Trailer... Ich habe noch so mal eine Szene gesehen, der Enke gegen einen Tiger kämpft. Und es sieht, die Produktion sieht richtig geil aus. Ah ja, okay. Muss man schauen, RRR. Und ich habe da irgendwo in ein paar Podcasts und so, haben sie recht von dem geschwärmt irgendwie. Und ich glaube, irgendwo in der Schweiz hat auch irgendwo in den Medien jemand mal drüber geschrieben. Mhm. Also ist auch bei uns angekommen. Und der muss wirklich geil sein. Ich glaube, den ziehen wir sonst für nächste Woche. Mal schauen, wie das irgendwo reinbringen. Aber hey, ich muss auch noch kurz ein Update geben. Wir haben wieder einen Film schauen, etwas nicht so anspruchsvolles. Das ist ein bisschen einfach und lustig. Und dann haben wir gefunden, hey, wir könnten mal wieder Back to the Future doch mal wieder schauen. Und natürlich Mais angefangen. Also eben, der Film hat immer noch, ist immer noch lustig und so. Aber was so krass ist, gewisse Sachen sind so irgendwie... sehr schlecht gealtert. Also irgendwie das Frauenbild, wo einfach damals, wo man einfach offenbar wo in einen Film einfach hineinpasst, das ist das seine, also erstens die ganze Story mit seine Mutter scharf ist auf ihn, er findet seine Mutter irgendwie auch scharf. Das Kind hat das einfach geschaut und haha. Und jetzt fragst du mich schon, also ich glaube, ich meine, ich würde meine Mutter trotzdem erkennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich scharf wäre auf meine Mutter. Also wirklich, da stellt es mir alles ab. Aber er ist ja nicht scharf auf sie. Also er ist ja genau der, der so entsetzt ist. Er findet sie schon eben auch irgendwie, er schaut ihr dann immer auf die Brüste irgendwie. Und, das ist noch das eine. Das ist ja noch, das finde ich, das kannst du als lustige Ding, das geht schon. Aber hey, dass sie dann einfach irgendwie von dem Biff irgendwie, der will sie wirklich vergewaltigen, oder? Und dann zuerst tut er sie aber auch in der Schule wirklich hart belästigen. Also das ist wirklich nicht einfach nur so, hey, komm mal jetzt trinken, sondern wirklich tut sie hart belästigen und dann nachher beim einen Tanz kommt nochmal irgendein und schleppt sie sozusagen einfach weg. Ja, ja. Und hey, also das ist wirklich, und ich finde das, es ist so komisch, das ist einfach normal gewesen in so früheren in den 80ern bei den Filmen, dass einfach, ja, so ist die Story einfach gelaufen. Die Frau ist immer fast missbraucht worden. Dann kommt der Held, rettet sie und sie findet so, ah, oh yeah, du bist mein Held. Und ich finde es wirklich, es ist so ein bisschen, also ich kann es nicht einfach so ignorieren. Aber der Film selber spielt ja in den 50er Jahren. Ist das nicht auch ein bisschen Zeit, wie sagen wir, der Zeitgeist? Das hat der Kollege auch gesagt. Aber das habe ich einfach das Gefühl, das ist ja in all diesen 80er Filmen kommen die Klischees vor. Weißt du, nicht nur Filme, die dann wiederum in die 80er zurückgehen. Oder? Mhm. Und abgesehen davon, der Biff, der ist schon nachher putzt sein Auto. Hey, mega cool, der mich dort mal in der Schuhe wollte vergewaltigen, putzt jetzt mein Auto. Ja. Das ist absolut weird, Mann. Es geht eigentlich wirklich nicht. Ja, so ausgesprochen, ja, das ist schon ein bisschen weird, aber ist jetzt nicht irgendwie. Und es ist wirklich, der Film ist immer unterhaltsam und so, aber ich finde wirklich die Sachen im Fall, ich finde das Fall fängt wirklich krass auf, dass die einfach, ich weiß nicht, ich wollte mir gar nicht so viel Gedanken machen, warum das so einfach in so Filme reingepasst hat und man gefunden hat, ist lustig, dann wird sie fast vergewaltigt und so, dann kann er sie retten, das ist doch irgendwie noch ein witziger, kann man noch einen Gag machen dann dazu? Ja, nein, viele so Filme haben schlecht gealtert. Tatsächlich im Fall auch, jetzt müssen wir ganz stark sein, aber auch Star Wars hat wirklich schlecht gealtert. Ich habe dort 4 und 5, weißt du, Empire Strikes Back, weil ich so lobe. Ich kann es irgendwie nicht mehr schauen, es war irgendwie schwierig. Also es sind alte Filme. Aber also der Humor und alles, irgendwie, es ist irgendwie ich dachte, leck, ehrlich, ich meine, als Kind ist das verdammt krass. Hey, aber das ist genau das, was gut, ich aber ja, das ist etwas anderes. Aber das ist das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, oder? Dort, wo wir über Obi-Wan und so diskutiert haben, der ganze Hate, der heute Star Wars entgegenprallt, vor allem seitdem Disney übernommen hat und ich gefunden habe, ich bin massiv, du siehst bei mir im Hintergrund 80% Star Wars, ich bin massivst Fan, Star Wars ist mein Leben. Aber hast du mal die alten Filme angeschaut? Es ist gar nicht so viel anders. Es war immer schon kindischer Humor auf eine Art. Es war immer ein bisschen stretchy, farfetched, immer ein bisschen kitschig und immer
die Dialoge sind jetzt auch nicht die besten. Es sind auch keine Oscar-Winning-Dialoge und so. Also es ist immer schon so gewesen. Nein, gar nicht. Aber das sind schon zwei Paar Schuhe. Das ist einfach die Nostalgiebrille, wo du einfach über Sachen hinweg siehst und du findest es noch gut, weil du es damals gut gefunden hast. Und das finde ich ja immer noch, oder? Ich bin einfach Back to the Future, habe ich früher geliebt und darum hast du immer noch eine Beziehung dazu. Aber dort ist einfach krass, wenn es so gewisse Elemente hat, wo du einfach heute einfach findest, shit, es geht einfach wirklich nicht mehr. Ja, das ist aber immer so bei Filmen. Das ist auch ein bisschen schade, oder? Aber ja, das kannst du auch nicht, weißt du, das ist ja damals, ich sage jetzt so blöd, auch vielleicht damals auch der Zeitgeist auch gewesen, dass so etwas normal, heute würdest du es jetzt nicht mehr so machen, aber damals tatsächlich, ich meine, schau mal einen James Bond Film von den 60er Jahren, all die mit dem Sean Connery, wie er mit den Frauen rumslappt, oder die eine, wo er ein bisschen am Arsch ein Tätschli gibt und sagt, ja komm, verpiss dich, da ist jetzt Mantalk und so. Der Kollege hat die letzte Mal angefangen und hat mir einmal gesagt, Updates gegeben und hat wirklich immer so, dass das Frauenthema ist immer gekommen, hat wirklich gesagt, zum Teil hat wirklich gesagt, so, also grenzwertig, das überschlägt schon die Grenze. Nein, das überschreitet die Grenze massiv. Oder? Ja, es geht im Fall auch schon nur Friends, kann man nicht mehr schauen und so, die Sitcom. Es ist Horror. Das finde ich immer noch lustig, dort habe ich wirklich kein Problem. Weil genau dort finde ich es jetzt noch eher, das ist, das geht für mich jetzt noch eher, aber das andere finde ich, er tut einfach hart Frauen belästigen und einfach er drängt sich einen, er hebt sie einfach, bis sie nachgehen. Und das ist eigentlich so, das geht doch einfach nicht. Anyhow, ich muss ja nicht über alles Alter schlecht machen, aber... Nein, aber ich glaube, wenn man das... Ja, ich meine... Aber ich finde, man darf das auch sagen. Also, man muss es auch können sagen, genau. Ich bin zum Beispiel genau wie du, Star Wars, bin ich vielleicht sogar noch der grösste James-Bond-Fan zumindest gewesen, weil wir das früher immer mit den Eltern geschaut haben. Sonst nichts können schauen, fast. Wir haben alle James-Bond vermutlich 50 Mal gesehen oder so. Darum ist es irgendwie auch... Kann ich die immer noch schauen, aber die Sachen, ja. Stossen da am Anfang ein bisschen sauer auf. Gut, dann habe ich noch ein paar Sachen gespielt. Da sind wir ja noch etwas. Und das Erste, was ich euch erzählen muss, ist... Doch, das ist vor allem interessant. Es heisst... Wie heisst das schon wieder? Arcade-Gedden. Ah, nicht Arcade-Gedden. Arcade-Gedden, aber ein Wort. Aber eben, aus Arcade und... Armageddon zusammengesetzt. Und das ist ein primär Third-Person-Action-Baller-Game. Du kannst es allein spielen oder du kannst es mit dem vierten spielen. Es hat zwei Modis. Der eine ist wie so Adventure-mäßig, hat sich etwas von Roguelike, von Risk of Rain, hat es mich ein bisschen erinnert. Dort bist es ist wie Arcade, du bist glaube ich in so einem Arcade innen, oder alles ein bisschen futuristisch, mega viel Neon und schrill und so. Ich finde das Design wirklich noch geil, aber ich glaube, das könnte gewisse ja triggern, weil es wirklich spaced recht ab. Und ja, du ballerst dich dann dort jetzt in dem Adventure-Mode, glaube durch 8 oder 11 Missionen, wo was kann ich, zwischen 5 und 10 Minuten gehen oder so. Und relativ simpel, also schlussendlich musst du einfach ans Ziel kommen und aus der Zwischendurch musst du mal irgendetwas aktivieren und so, oder primär einfach Wellen von Gegnern und so abballern. Aber du hast ein gutes Schussgefühl, sammelst Währungen, kannst unterwegs neue Waffen kaufen, du hast einen guten Flow, sieht mega geil aus, da kannst du gut rumkumpen, du kannst noch Spezialfähigkeiten freischalten, wo du auf Q und E, also ich spiele es mit der Maus und Tastatur, wo du noch so Spezialangriffe hast und so, weißt du, wie Feuer oder Freeze oder was, alles Mögliche. Granate. Fakt wirklich. Also, genau. Sieht wirklich geil aus, macht gut Laune. Eben, die kannst du auch gemeinsam dann spielen, den Adventure-Modus. Und dann gibt es noch den ich glaube, heisst Battle-Mode. Das ist auch noch recht witzig. Der besteht dann aus 8 Levels. Hat mich jetzt recht an Fall Guys erinnert. Es gibt dann einfach eine Gesamtwertung am Schluss. Du musst einfach versuchst in jedem Level möglichst gut zu sein. Manchmal spielst du alle gegen alle, manchmal gibt es Teamfights, 2 gegen 2. Und dann hat es einfach ganz verschiedene Spielmodi, gehen meistens ein paar Minuten. Wirklich so 3 Minuten oder so. Das ist relativ kurz. Ich meinte, du musst zum Beispiel stehst auf so einer Plattform und wirklich auch wie bei Fall Guys und die bricht dann langsam. Nein, genau, die bricht eben nicht. Du zerschiessest sie. Alle haben Guns und stehen irgendwo und du ballerst sozusagen den Boden weg. Mhm. Und dann gehst du eins runter, es hat dann etwa 3 Plattformen und wenn du runterkommst, kannst du halt umballern. Und das finde ich recht lustig, funktioniert wirklich gut. Und dann gibt es eins, das ist ein bisschen wie Rocket League, wo du einen Ball musst, also einen kleinen Ball, aber nebenan ein Goal schiessen. Dann hast du einen Baseballschläger und einen Shotgun. Mit dem Shotgun kannst du Gegner freezen, dann hat es so Sprungplattformen und so.
auch sehr lustig, wirklich funktioniert auch gut. Dann gibt es so Unreal Tournament-mässig, einfach rumballern mit verschiedenen Waffen. Es gibt wirklich auch so einen Disc-Launcher und Raketenwerfer. Weißt du, wirklich spektakulär, spielt sich gut und so. Hat wirklich witzige Modus. Also den finde ich wirklich noch cool. Du musst amigs dann zum Teil, wenn du merkst, scheiße, der eine ist besser als ich, dann hoffst du amigs in den Teamfights, dass er ja nicht in deinem Team ist, damit du ihn überhaupt noch kannst überholen. Super witzig, viele Sachen zum Freischalten, Customizen, aber der Shit in dem Game ist, PC kostet 30 Stutz. Mhm. Und dann Crossplay, ich habe mich schon gewundert, es hat huere viele PlayStation-Spieler. Das ist, weil es bei der, als PS Plus-Abonnent ist gratis. Mhm. Okay. Und es sieht eben und spielt sich eben auch wie ein Free-to-Play-Game, finde ich. Yeah. Weil es gibt so Premium-Währung, wo auch ich muss kaufen. Ich meine, ich habe jetzt einen Code bekommen, aber sonst wäre es 30 Stutz. Ich weiß auch nicht. Ich finde, das geht nicht. Du kannst nicht 30 Stutz verlangen irgendwie und dann nachher den ganzen Scheiß noch on top. Also, weißt du, ein Kollege hat auch gefunden, ah, geil, ich spiele es auch. Weil jeder ist davon ausgegangen, das ist Free-to-Play, oder? Ja, eben. Ich habe ich dir auch gesagt. Ich wäre auch reingekommen, wenn es Free-to-Play gewesen wäre. Mal. Aber 30 Stutz zahle ich für das sicher nicht. Vor allem Third-Person, dann... Also gut, das ist ja wegen meiner Vorliebe, aber wenn dann nachher noch irgendeine Premium-Währung zum irgendwie... Ich hoffe, es sind dann nur Cosmeticals, oder? Ich glaube, es ist nur kosmetisch. Und wie gesagt, ich finde das Design noch geil. Die Figuren sind so alles so kleine Voldemort, so ohne Nasen und so. Sieht eigentlich noch lustig aus. Ja. So Comic-Figürchen. Also Design finde ich wirklich noch erfrischend. Das ist so... Quietschbunt halt, eben viel Neonfarben. Ja. Also ein guter Drum-and-Bass-Sound und so. Es hat Tempo, es hat ums. Also wenn ihr eine Playstation habt und das PS Plus Abo, dann ja, könnt ihr es gratis zocken. Das kann ich sicher empfehlen. Und PC 30 Stutz. Ja, ist immer noch günstig, aber ich finde gleich, das nervt. Alright, dann, das haben wir letztes Mal schon reden, der Simon und ich. Mhm. Wir haben aber schon zu viel gehabt, aber vielleicht können wir es da noch kurz reinnehmen. Post-Void. Yes. Das ist auch, wo wir es gerade von schrill und bunt haben. Hey, Post-Void ist ja so ein Augenkrebs-Game. Ja. Wirklich drei Ego-Shooter, wirklich mega schnell, retro, hure pixelig. Ich habe das auf meinem 48 Zoll gespielt, das ist wirklich grenzwertig. Also da kommst du wirklich, da kommst du fast Augenkrebs über. Ja, ich glaube nicht, dass das für einen 48 Zoll Bildschirm wirklich gemacht ist, ja. Nein, das ist für einen 19 Zoll Röhrenmonitor. Ja, dort wird es wahrscheinlich mega geil ausgesehen. Aber ja, und was du musst, es ist so eins von denen, man kann es ein bisschen auch mit Hotline Miami vergleichen oder so, vom Spielprinzip her. Man ist ziemlich schnell tot. Startet dann immer in Levels, die zwar nicht immer gleich sind, sind glaube ich schon leicht procedurally generated und startet mit einfach einer Knarre und muss all die Gegner, die dort drin sind, abschiessen und das Ende vom Level kommen, wo etwa vielleicht eine Minute geht oder so, max. Ja. Und dann nachher bekommst du dann nachher so einen einarmigen Banditen, dann hat die nächste Waffe und musst ins nächste Level rein und so. Und wenn du halt irgendwie eine getroffen wirst oder vielleicht, oder ich weiss gar nicht. Ich weiss auch nicht genau, aber du hast sehr wenig. Nein, du kannst wenig leben einfach. Und dann hast du ja noch das Herz, das du irgendwie wieder kannst aufladen. Weil du gönnst Leben in dem, dass du Gegner verschiessest. Oder? Ja. Und dann kommt damals ein Countdown, wenn du zu wenig lang niemand abgeschossen hast. Ja, genau. Also, weil du musst wirklich, dann nimmst du wieder Leben weg. Du kannst nie stehen bleiben und schnell verschnaufen. Ja. Und das ist so eine... Und die 3D-Welt, die... ist auch noch so leicht, bewegt sich noch so leicht, das wärst du irgendwie auf einem LSD-Trip, also psychedelisch. Frenetisch. Ja. Aber weißt du, geiler Sound. Ja, ich finde auch, es psycht voll, aber nach einer Viertelstunde, da musst du einfach mal... Ja. Da musst du wirklich durchschnaufen, da bist ja, und du startest halt dann immer wieder im gleichen Level und so, also das ist recht repetitiv, aber irgendwie, eben, ich kann es auch nie länger als eine halbe Stunde können geben, weil es ist too much, es ist wirklich so ein riesen Trip, aber mega, es... Ich liebe so kleine PC, Games, weißt du? PC 3 Stutz war es. Ja, oder genau. Aktion 3 Stutz. Ich liebe so Games wie das oder Devil Daggers oder so, wo du easy kannst rein. Kannst auch, du musst gar nie in. Du musst nicht noch überlegen, oh shit, was ist jetzt der Combo auf dieser Belegung und so, sondern einfach mal so zwischendurch eine halbe Stunde Zeit, um schnell ein bisschen auf andere Gedanken kommen und dann in den huren Psychotrip rein. Ja, finde ich mega geil. Und eben, ihr wisst ja, ich bin Sucker für so die Grafik und so das Flashback zu 486. Post-Void heisst es. Geil, ganz geil. Ja, super geil. Gut, also kommt dann auch wieder gerade irgendwie das pure Gegenteil.
eher ein Slow-Paced. Und ist Legend of Runeterra. Ich glaube, ich habe auch mal davon erzählt, am Anfang, wo du rauskommst, aber ich habe es seitdem nie mehr angelangt. Ja, aber ich habe es jetzt für dich entdeckt. Ja, es ist 2020, glaube ich, rausgekommen. Legend of Runeterra ist das Kartenspiel von. Wie heisst es? Riot Game. Also eben, ich habe ja Riot Games. Ich habe ja League of Legends schon angefangen, dann noch ein bisschen Team Fight Tactics, habe ich auch gespielt. Komme aber überhaupt nicht raus, darum möchte ich da nicht drüber reden. Und jetzt Legends of Runeterra ist das Kartenspiel. Mhm. Denken so ein bisschen Hearthstone und Magic Arena. Es ist so ein bisschen, also für die, die Kartenspiel kennen, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Für die, die überhaupt keine Ahnung haben, das ist ein bisschen schwierig, was ich jetzt da alles sage. Aber es ist eigentlich wie ein bisschen komplexeres Hearthstone, weil du kannst wie Magic auch Instants spielen. Das heisst, du kannst während der Gegner am Zug ist etwas spielen, was bei Hearthstone nicht kannst. Was sehr eigenartig ist, aber das ist so, also es ist wie bei Hearthstone, du bekommst am Anfang bekommst du eine Ressource, ein Mana und dann bekommst du zwei, drei, vier und so. Das heisst, jedes Mal kannst du halt eine teurere Karte spielen. Die Karten haben einen Wert, 1, 2, 3, 4 bis zu, glaube ich, 7 oder sogar 9 und werden dann entsprechend halt einfach immer besser. Dann wechselt der Zug immer von dir, also der Angriff, entweder greifst du an oder dein Gegner greift an. Was aber speziell ist an dem Game, wenn du im Angriff bist, dann bekommt der Gegner auch Mana und kann auch Kreaturen spielen. Das war ja recht verwirrend am Anfang, weil bei Magic kannst du nur dann Kreaturen spielen, wenn du am Zug bist. Und bei Hearthstone meinte ich, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, aber ist das auch, ist auch so? Aber du ziehst jedes Mal auch, wenn der Gegner die Angriffsphase hat, ziehst du auch eine Karte und bekommst auch Mana. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, aber ja, mittlerweile komme ich klar damit. Und das macht aber, ich glaube, für Spielverständnis von diesen Instants, also von diesen Sprüchen, die du kannst, während der Gegner dran ist, spielen, macht das Spielverständnis ein bisschen einfacher. Das ist nämlich das, wo bei Magic habe ich es ein bisschen verwirrt, der Unterschied zwischen Sorcery und Instant und Flash und so, bla bla bla. Aber ganz generell ist das Game mega ähnlich, eigentlich fast wie Magic. Einfach die Keywords sind ein bisschen andere, oder? Und die Kreaturen, wenn sie Schaden nehmen, dann behalten sie den Schaden. Das ist ja bei Hearthstone so, bei Magic ist das nicht so, sonst müsstest du immer checken. Coole Spielmodi, es hat so einen Adventure-Mode, wo du so dann nachher ja, so Abenteuer hast und einen Endboss und so, recht cool. Den finde ich sehr lässig. Und dann nachher online habe ich jetzt noch nicht groß gespielt, aber es macht recht viel Spass, ist aber tatsächlich, wenn wir es schon davon gehabt haben, von einem Game, das nicht Free-to-Play ist, das ist Free-to-Play und du merkst es extrem. Also so, was du alles kannst freischalten, das ist, ist komplett gaga. Nach jedem Spiel gehen vier Balken rauf und dann tatscht und klopft und irgendeine Kiste kommt und irgendwie die, dann noch einen E-Log-Bonus und bam, und so, es macht wirklich, es ist mir too much eigentlich, so, weil ich will einfach zocken, so, weißt, ich will mit vorgemachten Decks zocken und alles mal ein bisschen freispielen und dann vielleicht mal mir ein Deck machen, wo ich kompetitiv dann online kann spielen. Das ist das, was ich will. Und nicht nach 100 Skins und 120 verschiedene kleine Minions, die du noch kannst mit aufs Spielfeld nehmen, die dir aber gar nicht bringen, nur kosmetisch sind und das und zapp und die noch jemanden freischalten. Das heisst, das psycht mich nicht durch. Aber ich finde es als Kartenspiel von diesen Deckbildern und so, ich habe schon ein paar von denen gespielt, finde ich es eines der besseren. Weil es passt mir halt, weil es sehr nahe bei Magic ist. Mhm. Ja. Also, ja, ich habe es am Anfang gespielt, ich habe es schon auch noch eben kompliziert gefunden, wenn man es Hearthstone oder so oder eben Magic kennt, es ist ja gleich, es ist so anders, wenn du irgendwie nochmal dran kommst, wenn er angreift. Das war noch das eine gewesen, aber eben ich mag wirklich einfach nicht die Decks zusammenstellen. Und das ist wirklich auch so, es gibt dann irgendwie, ich habe auch Kampagne dann gespielt, dann hat es verschiedene Helden und die haben ja alle ihre eigenen Karten und so. Es ist mir wirklich einfach zu viel. Ich habe darum den Hearthstone-Mode ja eine Zeit lang recht gesucht, ich weiß gar nicht, wie der heisst. Arena, oder? Battle? Nein. Also, ich weiß, welchen du meinst, ich habe den nämlich auch gesucht. Wo du einfach Karten bekommst und dann musst du einfach auswählen. Das mache ich viel lieber, oder? Ja. Das ist ja auf eine Art, wie wenn du Magic Draft spielst, oder? Genau.
das finde ich irgendwie geil. Da muss ich mir nicht überlegen, wie ich es jetzt perfekt zusammenstelle. Also das ist auch wichtig, wie es richtig zusammenstellt. Oh, das ist schon, aber das ist muss, fast noch wichtiger. Ja. Also musst du eine Mana-Kurve haben. Du kannst ja nicht einfach nur aus x-tausend Karten oder hunderte Karten. Das ist einfach das, was das ist bei mir auch so. Und dort, ich werde natürlich auf jeden Fall sicher nicht irgendwelche selber Decks rausfuchsen, sondern auch dort, logisch, man macht nicht Deck. Da gehst du irgendwie das Metagame anschauen und schaust dir dann irgendwie die 10 krassesten Decks und schaust, welches das kannst du zusammenstellen mit deinen Wildcards und so. Aber ich weiss auch nicht, von der Ökonomie habe ich noch kein Gefühl. So. Ich weiss, ich bin gar noch nicht so eingetaucht. Ich weiss nicht, wie viel wirklich gute Decks ich jetzt schon könnte bauen mit der Anzahl Wildcards und so. Das kann ich euch vielleicht dann mal an einem anderen Zeitpunkt mitteilen. Ja. Aber generell ist es schön gemacht, bunt und so. Und von der Spielmechanik her finde ich es super cool. Aber eben, es tätscht und klopft die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen, die es drin um die Ohren hauen. Und dann, es gibt auch etwa 7 Währungen. Da habe ich gedacht, ja, ich mir jetzt sicher schon genug Währungen haben, um ein Champion freischalten. Nein, es gibt 3 Möglichkeiten zum Zahlen. Von dem, oder? Es gibt irgendwie die Shards, dann gibt es das Gold und dann gibt es irgendwie nochmal Champion Hero Points. Und ich habe schon viel von so Währungen bekommen. Ich dachte, irgendetwas von dem werde ich ja wohl haben. Nichts. Einfach nichts. Also ich habe einfach irgendwie komische Sachen bei mir rein, wo ich nicht weiss, was es ist, was ich mit dem kann anfangen kann, aber auch mal keine Champions kaufen. Also habe ich für 10 Stutz dann mir das richtige Gold gekauft. Also ich habe schon 10 Stutz investiert, weil ich einfach einen anderen Champion haben wollte, weil der, den du am Anfang bekommst, der ist mega aggro und so. Und ich spiele nicht gerne so voll aggro-Decks in so Games, sondern lieber Control. Und dann habe ich mir jetzt den Control-Ding gekauft, der ein bisschen abwartend ist und so. Jetzt ist es lustig und jetzt macht es wirklich Spass. Aber also irgendwie, hey, komm, come on, Mann. Das ist so intransparent, immer der huren Schrott. Und dann nachher irgendwie, ja, die Shards, du hast aber die violetten Shards und nicht die hellblauen fünfeckigen, sondern die rosaroten viereckigen. Und mit dem kannst du im Fall dann nur irgendwelche, ja, also, ja, und mit denen, das ist wie bei League of Legends, mit diesen Violetten kannst du zwar nicht aufmachen, aber du kannst 5 von denen eintauschen für einen goldigen Megaschlüssel und mit dem kannst du wieder einen Links aufmachen, so, holy shit, Mann, aber die Kiste noch nicht, weil die musst du zuerst noch frei, also die ist jetzt noch nicht richtig aufgeladen, für das musst du noch 5 Spiele machen, wo du aber wiederum dann die grünen Shards brauchst, weil zum Detail, es ist so, what? Das ist aber das ist meine grosse Kritik an dem Game. Aber sonst fun, wenn jemand Lust hat, mal eins zu spielen. Legends of Runeterra gibt es Mobile und PC. Genau, überall, glaube ich. Konsole weiss ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Who knows. Ja gut, dann sind wir am Schluss von unserer Sendung. Dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören und wieder bis in einer Woche. Ciao. Tschüss.